Was geht ab, was geht ab? Herzlich willkommen hier bei PraTV, der Channel, der all over the world is. Cha, 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 cha. So, heute bauen wir eine Einspritzpumpe von Diesel BMW E46 zusammen. Die Einspritzpumpe nennt sich WP44. Ist das? Schön im Wohnzimmer hier, schön auseinandergebaut. Ich glaube, wenn ich eine Freundin hätte, die hätte richtig gemeckert. Was soll das hier? Ist keine Werkstatt. Ja, zum Glück, in solchen Fällen sage ich mal, zum Glück bin ich Single. Sehr gut. So, meine Lieben, so sieht die Einspritzpumpe. Moment, ich mach mal die Musik aus. So sieht die Einspritzpumpe im ausgebauten Zustand aus. Ja. Ich kann euch gerne zeigen, hier komplett alles ausgebaut, gereinigt. Komplett die ganzen Kanäle. Ja, da war so schon so ein feiner Schmutz auf jeden Fall drauf. Ja, irgendwelche kleinen Partikeln waren da dazwischen. Die können natürlich auch dafür sorgen, dass so eine Spritzpumpe irgendwo verstopft und dann dementsprechend der Steuergerät hier durchbrennt. Was bei mir quasi auch passiert ist. Mitten in der Fahrt ging auf einmal der Motor aus und ging nicht mehr an. So, erstmal habe ich vermutet, okay, ist bestimmt der Kurbelwellensensor, wie bei vielen E46 Modellen. Hab den auch ausgetauscht. Nichts passierte, der Wagen springte weiterhin nicht an. Dann habe ich die Dieselpumpe im Tank gewechselt. Siehe da, nichts passiert. So, dann muss es wohl die Einspritzpumpe sein. Jetzt habe ich das Steuergerät an sich weggeschickt. Jetzt ist es wiedergekommen. Das, wie man hier sieht, wurde aufgemacht. Innen drinne wurde ein stärkerer Kondensator oder Kondensator, keine Ahnung, wie sich das jetzt richtig nennt, verlötet. Ja, und jetzt habe ich, wie gesagt, alles auseinandergebaut. Und jetzt werde ich auch alles zusammenbauen. Viel Spaß dabei. Zur Schmierung von Teilen werde ich jetzt hier Zweitakt-Motoröl euch empfehlen. Weil das mischt man auch natürlich dem Diesel bei. Da kann nichts passieren. So, wir fangen erstmal mit diesem Ring an. Wie gesagt, wer sich gar nicht irgendwie dran traut und so, Finger weg. So, hier schöne Schmierung muss gegeben werden. Selbstverständlich. So. So, erstmal mit dem Ring. So. So, wie ihr seht, so muss er nach vorne erstmal eingebaut werden. So. So, sehr gute Tage schon mal. So, die Wände schön einölen. Das ist natürlich nicht zu viel, ne? Immer nur, immer ein bisschen. Jetzt, dann kommt das hier. Immer ein bisschen schön einölen. So, mit der Nummer. Hier steht bei mir eine Nummer. Also ich habe das so ausgebaut und so werde ich das auch zurück einbauen. Die Nummer war nach oben. So, sprich, legen wir das jetzt hier hin. So. So. So, dann kommen die kleinen Dinger. Ja. So. Zack, das ist natürlich ein bisschen Fummelarbeit, sage ich mal. Aber. So, Moment.
Ich euch hier ein bisschen. So, damit ihr das hier gescheiter reinbekommt, habe ich einen Trick. Weil ich habe jetzt so und so probiert, ist ein bisschen schwer. Ihr baut vorher schon die Dinger hier so rein, ja. Nehmt zwei kleine Schraubenzieher und ganz vorsichtig. Moment, das muss ich einmal drehen. So, das muss so rein. Und ganz vorsichtig. So, ihr müsst das, wie gesagt, zack. Bisschen mit Vorsicht, aber auch nicht zu langsam. Am Ende ganz schnell, zack, und dann ist es auf seinem Platz. So, es geht weiter. Dann nehmen wir jetzt das hier. Das muss so nach oben. Also da, wo das Steuergerät kommt, muss diese Einkerbung nach oben zeigen, damit ihr Bescheid wisst. Deswegen dreht ihr das Ganze jetzt hier ein bisschen. So, Moment. So. Auch ein Öl nicht vergessen. Kann der Einspritzpumpe nur zugute kommen. Aber auch nicht zu viel natürlich, ne? Muss jetzt nicht da komplett literweise Öl drin sein. Aber ein bisschen Öl schadet nie. So, schön eingeölt. Und jetzt so. Dafür benutze ich wieder die zwei Schraubenzieher. Die zwei kleinen. Und dann lege ich das einfach hier hin. Zack. Damit. So, ihr müsst halt ein bisschen rumdrehen, damit die Löcher alle vier durchgängig sind. So, hier nochmal kontrollieren, schön. So, genau, das muss komplett durchgehen. So, ich versuche das mal vom Nahen zu zeigen. So, da seht ihr das. Die Löcher müssen alle hier so, Moment, Licht, so. Alle so sein, dass man so ein Schraubenzieher darin versenken kann. Weil wenn das sich nur leicht minimal verdreht, zeig das mal eben. Zack, da sehen wir das. Da passiert schon nichts. Das muss schon so sein. So. Und jetzt könnt ihr die Schräubchen, die hier einschrauben. Dann geht's weiter. So, wenn ihr das hier so festgeschraubt habt, die vier Schrauben, aber nicht zu fest, ich sag mal handfest, so, weil innen drinne soll sich das Gewinde natürlich noch drehen können. Wenn das irgendwie zu blockiert ist, dann hat das keine Chance, dann habt ihr das falsch gemacht. So, das ölen wir jetzt hier auch ein, selbstverständlich. So, wo ist hier die Unterlegscheibe? So, auch einölen. So. So, dann kommt das hier. Zack. So, jetzt dreht ihr das bisschen, damit es zack genau so reingeht. So, und dann dreht ihr von unten und überprüft, ob sich das leichtgängig dreht. Wenn sich das wie in diesem Fall jetzt dreht, dann ist soweit alles richtig. Das soll sich auf jeden Fall drehen können. Okay, sehr gut. So, jetzt habe ich mir hier sowas besorgt quasi, damit ich das hier unterstellen kann. So, und jetzt geht's weiter. Bevor das hier reinkommt, kommt vorher das hier rein. Das muss ja quasi hier dann einrasten, hier, wie wir sehen. So. Also, erstmal machen wir das hier rein. So, ein Tag später, für das Ding hier
Hier ist so ein Sicherungsring, wie man sieht. Das muss quasi so eingedrückt sein. Erst dann kann man das hier quasi reinpressen. Da geht ihr einfach zum Bauhaus, was heißt bestellt? Sucht euch so ein kleines Röhrchen, was quasi hier so reinpasst. Ja, so. Dann drückt ihr halt diesen Sicherungsring, drückt ihr zusammen, schiebt durch das Röhrchen und dann quasi hier rein. So. Und dann kommen halt die restlichen Teile. So wie ihr das auseinandergebaut habt, so baut ihr das wieder zusammen. So, wenn ich soweit bin, melde ich mich nochmal. Und immer wieder zwischendurch immer schön einölen. Nicht vergessen. So, bis gleich. Prativis all over the world. So, meine Lieben, da bin ich wieder. 2 Tage später hier, dieses Scheißding hier, das ging nicht so einfach rein, wie ich dachte. Ich musste das hier flexen, richtig nach vorn schleifen, damit das ganze Ding überhaupt hier reingeht. Wie man sieht, da ist so eine Kerbung. Ja, egal. Wenn ihr das soweit zusammengebaut habt, beim Drehen muss ich das. Moment, ich muss das jetzt irgendwie mal hier so. Zack. So, wenn ihr unten halt dreht, muss ich alles so ohne Probleme drehen können. Dann habt ihr das richtig gemacht. Wenn da irgendwie was blockiert ist und das lässt sich nicht drehen, dann ist es falsch. Oh, da kommt schon ein Magnet raus. Zack, wieder rein damit. Ja, so muss das sein. So, weiter geht's. Jetzt das Ding, dann das Steuergerät, und dann sind wir fast fertig. So, und wenn ihr fertig seid, dann sieht das dementsprechend auch fertig aus. So, ich habe die Pumpe gerade eingestellt. Ja, jetzt wollen wir die wieder einbauen und dann Daumen drücken. So, meine Lieben, wer sich jetzt hier für Einspritzpumpen interessiert, ja, in diesem Fall ist das eine WP44 Bosch Einspritzpumpe, um den toten Punkt sozusagen zu ermitteln. Messen wir erstmal mit so einem Messschieber. Ja, der muss hier, wenn man, Moment, wenn man hier so aufmacht, muss er unten halt so ein, ja, so ein Stift. Muss da rauskommen. Es gibt ja ohne den, ohne so ein Stäbchen, wie auch immer. Das funktioniert dann nicht. Ihr braucht unbedingt so einen Messschieber. So, also machen wir auf 0. So wie ihr hier seht. Ja. Moment. So. So, das muss hier diese gerade Fläche ergeben. So. Machen wir schon gerade. So, jetzt stecken wir nochmal den Messschieber rein. Messen erneut. Jetzt haben wir hier 23, 43. So muss richtig bündig anliegen. Aha, da ging es ja noch weiter. So muss hier richtig anliegen und dann mit dem Messschieber nach unten gehen, soweit es geht. Moment. Und jetzt addieren wir die 0,65 dazu und dann müssen wir so lange drehen, bis dann der perfekte Wert ergibt. Also quasi 25,63 plus 0,65. Der Wert, der dann bei gleich rauskommt, so müssen wir das dann einstellen.